A wie Assembly, B wie Basic, C wie C, D wie D. Seit 1999 entwickelte Waterbright an der Programmiersprache D. Erschienen ist sie jedoch erst 2007. D ist von C++ inspiriert worden, was auch ein wenig auf die Herkunft des Namens schließen lässt. Wie die meisten anderen modernen Sprachen ist auch D objektorientiert und damit aufgeteilt in Klassen und Funktionen. Obwohl die Sprache an C++ angelehnt ist, wurde die Syntax von C beeinflusst. Es ist daher möglich, sowohl alle C- als auch C++-Programme mit D zu kompilieren und aufzurufen, wobei dies bei C++ gewissen Einschränkungen unterliegt. Laut eigener Aussage kombiniert diese Sprache Effizienz, Kontrolle und Modellierkraft mit Sicherheit und Produktivität. An sich hört sich die Sprache gut an. Doch warum liegt sie dann nur auf Platz 23 des Tiobel Programmiersprachen-Rankings? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die viele kleine Fehler hat. Außerdem ist es schwierig, die Java- und C++-Entwickler, an die die Sprache gerichtet war, von einer neuen Sprache zu überzeugen, da sie schon eine sehr gute Programmiersprache kennen, die die meisten Probleme lösen kann. Dazu kommt, dass Microsofts C#, wozu ich oben in der Infokarte bereits ein Video gemacht habe, eine große Konkurrenz zu die ist. Das größte Problem ist jedoch, dass es schwierig ist, auf Google und Co. ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten, wenn man nach D sucht. Auch ich hatte das im Laufe der Recherchen für dieses Video erlebt. Es gibt einfach keinen sinnvollen Anwendungszweck, für den es sich lohnt, ausgerechnet D zu lernen. Die meisten Dinge können mit anderen Sprachen entweder genauso gut oder besser als unter Nutzung von D erledigt werden. Und diese Sprachen haben meistens breitere Verwendung, wie zum Beispiel Java oder C++, welche D hier eigentlich angreifen wollte. Aber ich möchte in diesem Video nicht sagen, dass ihr auf keinen Fall D lernen solltet. Zudem ist ja jedem diese Entscheidung selbst überlassen. Auf der anderen Seite empfehle ich keinem als Anfänger diese Sprache zu lernen. Mit Alternativen wie Java seid ihr besser dran und könnt höchstwahrscheinlich auch in Zukunft aktuell bleiben, ohne großen Aufwand zu betreiben. Viel mehr lässt sich zu dieser Programmiersprache auch nicht sagen. Eigentlich hätte ich diese Sprache auch noch mit ins C-Video packen wollen, wollte jedoch nicht noch mehr Informationen in ein Video quetschen. Daher ist es ein eigenes Video geworden. Sollte es euch dennoch gefallen haben, lasst gerne einen Like da. Wenn nicht, dann eben ein Dislike. Schreibt auch gerne eure Meinung zu D in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns nächsten Sonntag mit der vielversprechenden Sprache Go wieder.